Hallöchen zusammen zum nächsten Part Pokémon, die Silberne Edition. Wir sind hier in Azalea City und an diesem Part habe ich mir mal ein bisschen was vorgenommen. Ich will nämlich mich um Team Rocket im Fleckmon-Brunnen kümmern und um die Arena. Ist ein bisschen viel, was ich mir heute mal vorgenommen habe, aber ey komm, das passt schon, das kriegen wir alles hin. Alles ganz super. Wir gehen einfach mal los. Hallo Typ, Mist, ich stand da oben wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Ach nein, geh weg von mir, bleib weg, du bist doof. Das ist mir total unsympathisch, weißt du, einfach so, greift mich an, ne? Das ist, nee, das geht gar nicht. Ja, Radfratz, was habe ich denn alles? Ich habe Fluch, ich habe Tackle. Das ist im Moment noch nicht viel. Ich, glaube, ich, bei... Langsamer bin ich sowieso, ne? Würde ich mal sagen. Fluch. Ganz einfach, Fluch. Du bist doof. Geh weg. So, Initiative sinkt zwar, aber dafür steigt der Angriff und die Verteidigung. Das hau ich jetzt nochmal drauf. Wie gesagt, langsamer bin ich sowieso. Und danach hoffe ich mal, dass ich da ganze ordentliche Chancen habe gegen das Ding. Also, tackle mal drauf. Ich hoffe es mal, weil... Oh Gott, ey, das ist gefährlich, Leute. Das ist ganz gefährlich. Das wird nicht, Leute. Das wird nicht. Kein Volltreffer, kein Volltreffer. Gut. Na toll. Gut, okay. 2 KP, das ist nicht sehr sinnvoll. Da wechsle ich jetzt einfach mal. War ich nicht heilen? War ich nicht heilen? Nein, ich war nicht heilen. Das finde ich jetzt doof. Das finde ich jetzt so richtig doof. Und das war ein Volltreffer. Natürlich musst du mir einen Volltreffer reinhauen, du Penner. Fick dich. Komm, jetzt aus Ding um, weil, ne, und so. Gut. Das hätte noch ziemlich böse enden können, sage ich mal. Ich wechsle mal. Jetzt kommt ein Dings rein. Ja, ein Dingsbums, ein Radfratz. Ich packe Nietzsche rein. Hotznebo lag das einfach um. Das ist, denke ich mal, so eine ganz einfache, billige Taktik. Die mag ich aber irgendwie. Das ist zwar billig, aber sie ist einfach. Na, es hat keine Wirkung. Was ist das für ein Müll? Wann wirkt dieses olle Schlecker-Ding und wann nicht? Ernsthaft, ich kapier's nicht. Ich steig da einfach nicht durch. Hä? Hypnose. Es hat keine Wirkung. Ich kapier's nicht, Leute. Ich kapier's echt nicht. Mein Gott. Es ist komisch einfach. Es ist einfach komisch. Mal funktioniert es nicht und dann sagen wir einfach, es funktioniert doch jetzt und dann funktioniert es wiederum nicht. Ernsthaft, das ist scheiße, Leute. Das ist so richtig scheiße. Guten Schlag. Doof. Das ist nicht cool. Ruckzucki. Nee, das ist nicht nett. Das ist nicht nett. So. Also, das ist irgendwie ein bisschen, ne, ich steig da nicht so ganz durch. Und ehrlich gesagt, und so. Bin ich total durcheinander. Hallo, Tante. Was gibt? Wir sollen aufhören, den Flecken unsere Routen abzutrennen. Ja, versuch uns alle zu besiegen. Oh nein, Hilfe. Die Olle will irgendwas von mir. Die sieht aus wie Jesse und es ist eigentlich relativ egal, aber ey, das ist scheiße. Und an dieser Stelle wäre jetzt ein voll einsatzfähiges Voltilam einfach sowas von BAM, ne? Will ich's riskieren? Will ich's riskieren? Scheiß drauf, ich riskiere es. Also ich meine, ne? 6 KP kann die nicht viel mit anfangen, wenn ich es wirklich in den Kampf setzen will. Ja. Passt. Und, komm. Passt schon. Ich hau da jetzt Donnerschock rauf und dann sollte es eigentlich weg sein. Wie gesagt, es ist nicht sehr sinnvoll, das Ding eigentlich aufzuspannen, wenn ich mir das so überlege. Level 13. Oh, toll. So, und du setzt Rettern ein. Rettern. Was für ein Typ ist Rettern? Ich glaube, normal und Gift.
Ich bleib jetzt erstmal drinnen. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist Giftstachel. Ja. Ich gehe davon aus, dass es normal und Gift ist. Da ist es weg. Mäh. Was haben wir noch im Angebot? Alter, James. Ja, ich pack's rein. Scheiß drauf. Komm, wir hauen das jetzt einfach total um. Das macht jetzt einmal hier so hier Rankenhieb und dann ist das gut. Sag ich mal. Ne? Bin ja sowieso immer ein wenig. Ist nicht effektiv. Okay, das brauche ich gar nicht weiter versuchen. Ich bin da immer ein wenig verwirrt, was diese ganzen Typen angeht. Mal ist das effektiv, mal ist das effektiv und ich... Oh Gott. Also so ein paar Sachen, die sind ja schon so ein bisschen Grundwissen, so, ne? Ganz normal, was weiß ich, Feuer, Feuer ist effektiv gegen Pflanze, Pflanze ist effektiv gegen Wasser, Wasser ist effektiv gegen Feuer. Dann noch so ein paar andere Sachen wie Flug ist effektiv gegen Insekt und, oder beziehungsweise Käfer ist, glaube ich, der richtige Typname. Also, sowas alles halt, das ist klar, aber bei manchen Sachen. Macht Probleme mit Geist und Psycho, und also, das ist ehrlich gesagt. Wenn ich dann wirklich irgendwas lerne oder sowas, dann. Wenn man was lernen, ich muss noch Hausaufgaben machen. Oh, Scheiße, es ist schon abends, aber es ist Wochenende und. Eigentlich hatte ich vor, heute irgendwie großartig loszugehen. Hatte ich, glaube ich, in dem Infovideo angekündigt, dass ich hier Freitag heute. Und hier ist großartig Kirmes und ich, eigentlich war ich verabredet, aber na, irgendwie ist das dann doch nicht so dolle gewesen. Aber jetzt nehme ich mal auf. Dann geht das auch. Ne? Top. So, ja, wie gesagt, eigentlich war ich für heute schon verabredet, aber ein Kumpel hat jetzt doch keine Zeit und ja, toll. Scheiße, ne? So, naja, jetzt bin ich hier und zock eine Runde Pokémon. Das ist auch gut, ich muss kein Geld ausgeben und dann kann ich mir morgen ordentlich die Kante geben. Ne? Also von daher ist es doch auch ganz ordentlich, ne? Kann man nicht meckern. So, Item der FTW. Ganz einfach. So, rein damit. Uzuki. Hilfe. Nochmal Windstoß und das sollte da eigentlich ziemlich kurzen Prozess mitmachen. Ne? Volltreffer, das ist naja, ne? So, wie das so ist und so, ne? Wisst schon Bescheid. So, was möchte ich jetzt einwechseln? Zubat. Typ Flug und Typ Unlicht, soweit ich weiß. Like James brauche ich da nicht einsetzen. Inichi, ich bin mir jetzt immer nicht sicher, was das jetzt mit Geist und Licht ist. Das ist auch nicht sehr sinnvoll. Sinnvoll. It's not very sinnvoll. Ne? Also, ist klar, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ist ja so, ich kann Englisch. Ich erzähle jetzt einfach irgendwie random irgendwelchen Scheiß, den ich so, der mir gerade so einfällt. Ist ja glaube ich, ziemlich normal und so. Also ich kann ja schon, ja klar, Deutsch, ne, Englisch. Dann habe ich 4 Jahre Französisch gemacht und ich denke, dass ich es auch einigermaßen so ein bisschen anwenden kann, ne, bisschen. Und jetzt habe ich mit Spanisch angefangen und, demnächst will ich jetzt noch. Also es ist noch nicht ganz klar, ob das sowas wird. Aber vielleicht habe ich bald die Möglichkeit, Chinesisch zu lernen. Das wäre jetzt mal echt cool, ne? Weißt du? Also, die Sache ist ja, wenn ihr irgendwie irgendwas in die Richtung gelernt habt. Französisch, Italienisch, Spanisch und ich glaube auch Portugiesisch sind sich eigentlich. Sehr ähnlich. Dazu Englisch, aller Weltsprache, keine kaum konjugieren. He, she, it, es muss mit. Das war's eigentlich, ne? Aber dann jetzt mal sowas ganz anderes zu lernen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich fliege ich dabei voll aufs Maul. Aber ehrlich gesagt denke ich da auch irgendwie, wenn ich eine Sprache lernen kann, es muss ja nicht mal so sein, dass ich sie wirklich auf eine Reihe kriege. Aber
wenn ich die Möglichkeit habe, das zu lernen, dann sollte ich das auch, denke ich, mal machen, ne? Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Tja. Das ist dann so eine Sache, ne? Das ist, ich glaube, dass es schon ziemlich cool wäre. Nein, hallo, Chinesisch. Wer kann das schon, ne? So, Tackle, das ist nicht sehr sinnvoll. Das haut mich wahrscheinlich direkt um. Ja, habe ich recht gehabt. Ehrlich gesagt, bin ich mir gar nicht so bewusst, was ich gegen das olle Ding jetzt gerade so einsetzen soll. Ich fange jetzt mal mit Yinichi an. Ja, wie gesagt, ne, also es ist so eine Sache. Wird eine sehr schwierige Sprache sein. Ich werde es komplett freiwillig machen. Also ich werde da auf keinen Fall irgendwie großartig anfangen, Klausuren zu schreiben. Aber, ne? Ja, doch cool. Mein Gott. Jetzt habe ich den ganzen Part wieder mit irgendwelchen Scheiß vollgelabert, den, keine Ahnung, ne? Wie auch immer. Naja gut, ich glaube nicht, dass es wirklich so der Sinn eines LP ist, ne, großartig hier. Irgendwie, keine Ahnung, ne? Wie auch immer. Ich bin total durcheinander, Leute, also das ist echt schlimm heute. Eigentlich ist es immer schlimm, aber heute sage ich wirklich, dass es schlimm ist. Das sage ich, glaube ich, auch öfter. Leon, was laberst du? Bitte mach den Mund zu, wenn du so eine Scheiße laberst und so, ne? Ein Rocket-Rüpel wurde besiegt. Yeah, du hast dich heute wacker geschlagen, Kleiner. Wir sehen uns. Hau rein, du Typ halt. Ja, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Big Thing und so. Weiter so, Kamiro. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Dum, dum. Angelo, Angler, was willst du? Kamiro, guten Morgen. Ich bin's, Angelo. Wie geht es dir? Erstaunlich. Route 32 ist der Ort, um Baldorfisch zu fangen. Kamiro, hol deine Angel. Bis später. Nee. Ich will keinen Baldorfisch. Hi, Kamiro. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre für mich eine Ehre, für Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe, aber ich... Bitte nimm es. Ich habe einen Köderball. Yay! Ich habe einen Köderball. Cool. Kamiro steckt Köderball in die Balltasche. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von Bäumen und bring sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Aprikoko weiß. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Das werde ich machen. Ich gehe mich jetzt erstmal so heilen und so. Wird ja langsam wieder Zeit. Ich meine, so durcheinander wie mein Team gerade ist, so halb tot und so. Sollte man das vielleicht in Erwägung ziehen? Nö? Bin ja die ganze Zeit immer am Überlegen, ob ich mal so eine Nuzlocke-Style-Challenge machen soll irgendwann. Vielleicht nach Pokémon Silber. Aber erstmal ist es bis dahin, ist es noch ein bisschen. Und andererseits glaube ich nicht, dass ich so der Pokémon-Pro bin, dass ich da mich großartig an irgendeine Challenge wagen kann. Hey, forderst du etwa den Leiter heraus? Ja. Wenn du so offen direkt danach fragst. Jo, mach ich. So, was habt ihr denn? Ihr habt einen Weberack und einen Ledian, glaube ich. Oh Gott, ey, ich bin ein Nerd, ich weiß das alles. Also wenn das jetzt stimmt, ein Weberack ist klar und danach kommt, glaube ich, ein Ledian. Ledian. Mein Gott. Leon, was machst du? So, Sonic, Giftstachel. Oh. Nicht vergiftet, das ist gut. Blut. So, dann fackeln wir das olle Ding einfach mal kurz ab. Nur weil wir total cool sind. Was? Das Ding hat überlebt. Was ist da los? Grimasse. Initiative sinkt stark. Das interessiert mich relativ wenig. Ja, okay, gut. Dann greift es halt noch einmal an. Okay. Taktisch gesehen ist es sinnvoll. Eigentlich schon. Ne? Also von daher, komm, passt schon, will ich nicht sagen. Geht. Ne? So, ich möchte nebenbei ein wenig Leon aufleveln. Der ist ja noch auf Level 7. Das ist nicht sehr viel. Nein, wenn er das so, ne, keine Ahnung, erfasst hat, das ist wirklich nicht wenig. Wirklich nicht wenig, Leon.
Heute habe ich wirklich irgendwie irgendwas genommen oder sowas. Wäre schön, wenn ich was genommen hätte. Ja, toll. Hätte ich wenigstens eine Ausrede oder so. Superschall. Oh nein. So, Windstoß. Aber, und es war ein Lady Bound, kein Lady Jan. Oh nein, Hilfe. Gott. Was ist das denn? Was soll das? So, Eva und Uto wurden besiegt. Oh, um Himmels Willen. Hey, Sonic entwickelt sich. Bam. Episch. Sonic wurde zum Eagle Lover. Hm. Gut, jetzt würde mich einmal kurz die Werte interessieren. Es hat sich endlich weiterentwickelt. Wobei, was heißt endlich? Eigentlich ist das ziemlich früh. Trotzdem endlich mal eine Entwicklung, ey. Und ich hänge hier an diesem Projekt schon. So, die Werte. Ja, gut. Spezialverteidigung und, normaler Angriff sind gleich. Also, und Spezialangriff am höchsten. Initiative ist ziemlich hoch. Na gut, ich weiß nicht, ich habe jetzt keinen anständigen Vergleich, aber... Spezialangriff und Initiative ist ziemlich gut, deswegen sollten wir halt auf Glut und sowas alles setzen, ne? Ist klar. Gut. Ein Trainer würde ich gerne noch machen. Ich wollte eigentlich die, hatte eigentlich erst vor, die gesamten Trainer, vielleicht auf den Arena-Leiter verzichten, aber allgemein die gesamte, gesamten Trainer in Arena zu machen. Allerdings wird mir das langsam zu knapp, deswegen. Eigentlich ist es schon längst zu knapp, ne? Aber hey, komm, scheiß drauf, passt schon. Ich setze Island FTW ein. Ja, genau. Genau das. Genau das Pokémon und kein anderes. So, Fadenschuss ist Vayne und so. Ich nehme Windstoß. Nein, ey. Okay, das ist zwar sehr effektiv, aber da muss noch mal was drauf. So, Tackle. Okay, Level 8. Die Initiative, die ist total im Keller, weil allerdings das, ne? Aber gut, das ist halt ein Fleckmon, ne? Ich meine, es hat verdammt gute Dings, vor allem auch das Matchup finde ich sehr gut. Psycho und Wasser, das ist eigentlich, finde ich, ziemlich nice. Allerdings wirklich initiativemäßig ist es total am Arsch und ich glaube Spezialangriff und Spezialverteidigung waren aber ziemlich gut. Ich glaube, wenn nicht, dann war zumindest Spezialangriff sehr gut. Irgendwie irgendwas ist da, also nimmt es jetzt nicht für bare Münze, aber irgendwas ist da. Gut, super, dann mal Käfersammler Jörg besiegt. Du hast bewiesen, wie tough du bist. Er hält so und so viel Geld. Bin zu faul, Zahlen zu lesen. Ja, genau so ist das. Ich habe Angst vor großen Zahlen. Hilfe. Das war doch irgendwie so. Und 18 Minuten ist der Part schon 3 Minuten drüber. Aber trotzdem muss ich jetzt einmal eine Fakt erzählen. Ein Fakt. Keine Ahnung. Nämlich, dass das Angst, die Angst vor langen Wörtern. Also dieses spezielle Wort, ne? Sowas wie Arachnophobie, ne? Bloß halt für lange Wörter. Selbst ein langes Wort ist. Oh Gott. Naja. Okay, Leute, haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Silberne Edition. Und das wird hoffentlich morgen sein. Ich hoffe mal, dass ich heute diesen Part noch hochlade und morgen der nächste Part kommt. Also, haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis denne. Tschüss.